Jana Voll ist die Weltmeisterin. 7 Alena, Alena Prozeczkova, Slowakei, eine der Favoritinnen. Wir haben Virpi Kuitunen, die Titelverteidigerin mit 14. Nicole Fessel, 17 für Deutschland. 24 ist Magda Genui in Italien und 27 Jelena Kolomina, Kasachstan. Die schnellste von Start ist Ariana Voll, ist die Weltmeisterin, gefolgt von Prozeczkova und dann Kuitunen. Und Fessel. Fessel ist in eine sehr harte Gruppe gekommen hier. 4 ist Volle, 7 ist Prozeczkova. Prozeczkova hatte vor Olympia in Vancouver letzte Saison gewonnen. Auf die kommende Olympia Arena in Callahan Valley. Dann mit 7 die Studentin aus Banska Bystrica. Aber jetzt Kuitunen ganz vorne. Kuitunen, die 33-jährige neu verlobte Finnin. Die einzige, die hat den gesamten Tour des Skis zweimal gewonnen. Kuitunen has taken the lead now from Longa and Prozeczkova. Und Nicole Fessel läuft mit. Sie läuft mit sehr gut zu weit mit die 17. Nicole Fessel. Jetzt muss sie kämpfen. Ah, sie kommt ganz oben und sie hat Kontakt. Mit den Besten hier Nicole Fessel. Es ist wichtig für Kuitunen, dass sie kommt zu einem Halbfinale hier, ob sie möchte Kontakt mit Saarinen, Kowalczyk und die anderen in die Gesamtwertung haben. Jetzt kämpft Nicole Fessel. Sie ist vor Genuin und sie ist vor Kolomina aus Kasachstan. Jetzt müssen sie aufpassen, jetzt kommen sie auf dem gleichen Platz. Wo Katrin Feller hat einen Unfall gehabt und auf Wiebeke Skofterö. Coming down now to the place where we saw the two crashes in the first heat. Oh, sehr vorsichtig ist der Kuitunen. Oi, Prozeczkova! Prozeczkova! Das war Pech für die Dame aus Slowakei, eine der Favoritinnen. So schnell geht es. Bedeutet Rang 3 jetzt für Nicole Fessel. Hier sehen wir noch einmal, was hat passiert. Ups, und da ist sie am Boden. Alena Prozeczkova. Dann geht es Richtung Kuitunen Volles, aber Fessel versucht zurückzukommen und für Prozeczkova ist es wahrscheinlich zu spät. Another crash in this hit. Alena Prozeczkova went down on the same place. Jetzt attackiert Ariana Follis und jetzt kommt Genuin und Fessel etwas näher. Follis kommt nicht weg von Kuitunen. Guck auf Prozeczkova. Prozeczkova kommt zurück nach diesem Sturz. Unglaublich, von der Startnummer 7. Alena Prozeczkova is coming back after the crash and challenging the two leaders. Fantastic. Und hier sind sie. Prozeczkova ist wieder auf Platz 3. Und Nicole Fessel ist zurück auf Platz 5. Voll ist ganz vorne, gefolgt von Kuitunen. Und Prozeczkova hat eine Chance mit diesem großen Sturz. Sie kommt jetzt an Kuitunen und Genuin kommt auch. Volles geht weiter, aber Kuitunen oder Prozeczkova. Prozeczkova im Rot mit diesem großen Sturz. Das ist unglaublich, meine Damen und Herren. Sie war total weg. Sie war total weg. Und hier kommt sie zurück. Und Alena Prozeczkova.